für das Internationale Olympische Komitee war es auch das erste Mal, dass in einem solchen Umfang, mit einem solchen Ziel, einen Film von Olympischen Spielen dort von Ihnen erstellt worden ist? Nicht ganz. Denn es gab schon einmal, das IOC hatte schon einmal einen Auftrag erteilt, und zwar 1932 in Los Angeles. Da bekam der Regisseur Dupont, der ja ein Spielfilmregisseur war, ein hervorragender, die Genehmigung und den Auftrag, genau denselben Auftrag, wie ich ihn bekommen habe. Und da hatte er auch, ich glaube, noch ein größeres Team als ich. Mein Team war ja nur groß, was die Kameraleute anbelangt. Aber sonst, ich hatte nicht einmal einen Regieassistenten. Ich persönlich, mein Stab war ganz klein. Ich brauchte viele Kameraleute, weil es ja sehr viele olympische Stätten gab und sehr viele Goldmedaillen. Und Dupont hat also den Versuch gemacht, genau vor denselben Problemen gestanden wie ich. Aber er hat nichts machen können. Er hat nicht mal einen Olympiafilm machen können, sondern nur ein paar Szenen für einen Spielfilm. Es ist so schwer, dass ich es auch zuerst gar nicht machen wollte. Ich hatte meinen Regisseur Dr. Arnold Funk gebeten, die Aufgabe zu übernehmen. Und er hat dann mit der Stoppuhr ausgerechnet, wie viel Zeit die Läufe in Anspruch nehmen würden und die Kämpfe, und sagte: Leni, das kann man überhaupt nicht machen. Man kann keinen Film über die Olympischen Spiele machen, denn was willst du weglassen? Jede Medaille ist wichtig. Ich sage, ja, dafür sind die Wochenschauen da. Die Wochenschauen bringen alles. Natürlich kann man nicht in einem Film alles bringen. Ja, sagte, aber du kannst auch die wichtigsten Sachen nicht bringen in zwei oder drei Filmen. Ich habe ausgerechnet, du bräuchtest 6 Filme von jeder 2 Stunden lang. Sag ich, um Gottes Willen, das kann ich nicht machen. Mach du das bitte. Ja. Sagt er, nee, das mache ich nicht. Das versuch du mal zu machen. Und dann habe ich die Idee erst bekommen, dass es unmöglich ist, in einem Teil das zu machen, sondern in 2 Teilen. Und da war mir eigentlich nur klar, dass ich es trenne, dass ich die Hauptkämpfe der Leichtathletik mit Ausnahme vom Zehnkampf in den ersten Teil nehme und die anderen Sportarten, die ich überhaupt bringen konnte, in den zweiten Teil. Und den Zehnkampf, der eigentlich in den ersten hineingehört hätte, konnte ich nicht nehmen, weil sich dann die Läufe wiederholt hätten. Es gab ja bei den Einzelkämpfen 100 Meter und alle Disziplinen, die im Zehnkampf vorkommen, waren da. Ich konnte also dem Publikum nicht zumuten, dasselbe nochmal zu sehen. Darum habe ich als einzige athletische Übung den Zehnkampf in den zweiten Teil genommen. Da kam er auch gut zur Geltung. Wo wir beim Sport sind, welches sportliche Ereignis, welche sportliche Leistung ist Ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben? Also mit Abstand der Marathonlauf. Da war ich zuerst ganz hilflos, hatte keine Ahnung, wie kann ich einen Lauf, der 42 Kilometer lang ist, in einer Zeit von 5 oder 6 Minuten, maximal 10 Minuten, bringen, dass er nicht langweilig ist. Laufen, 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 laufen. Und ich muss sagen, da habe ich Tage gegrübelt, bis ich auf die Idee kam, und das war eigentlich per Zufall mal, hatte ich die Idee, ich versuche mich in das Innere des Läufers hineinzuversetzen, was er empfindet. Und zwar besonders am Ende, wo die Kräfte kaum noch vorhanden sind, durch eisernen Willen. Und das auszudrücken in Bildern konnte ich nur, indem ich versucht habe, etwas zu machen, was eigentlich kein Kritiker oder auch kein Zuschauer bemerkt hat. Es sollte aber auch so sein. Ich habe die Müdigkeit, die müden Beine dadurch gebracht, dass ich eine Zeitlupe einsetzte mit verschiedenen Tempis, wie die immer langsamer wurden, die Beine immer langsamer, immer langsamer, und nur noch Schatten zu sehen war bei der Mensch. Und dann nur noch die Köpfe mitgefahren, im Training wurden die aufgenommen, mitgefahren, wie sie kaum mehr können. Und damit man aber den Willen, den man ja nicht zeigen kann, habe ich durch die Musik gebracht. Die hat gepeitscht, die Musik hat gepeitscht, das war der Wille. Und der Kontrast von Wille und Müdigkeit, der ist unbewusst da gewesen. Darum habe ich das nicht vergessen, weil das sehr schwierig war.